Hallo, in diesem Video möchte ich euch berichten, wie MSM bei Schmerzen, Entzündungen und auch anderen Krankheiten helfen kann. MSM bedeutet Methylsulfonylmethan. Manchmal wird es auch Dimethylsulfon genannt. Es steigert das Wohlbefinden und lindert Schmerzen. Daher raten viele Gesundheitsexperten immer mehr zu MSM. Auch Ärzte stellten mittlerweile fest, dass der Bedarf an Schmerzmitteln von Patienten dadurch stark reduziert werden kann. Wenn man gleichzeitig MSM als Pulver oder auch Kapseln zu sich nimmt. Es handelt sich hierbei um eine natürliche Substanz, die problemlos in Kombination mit Schmerzmitteln eingenommen werden darf. MSM wirkt auf die Zellwände und kann deren Flexibilität sowie ihre Durchlässigkeit zurückgeben. Somit können Flüssigkeiten leichter durch das Gewebe fließen. Das kann dabei helfen, dass der Druck ausgeglichen wird, welcher durch Entzündungen entstanden ist. Somit können die Schmerzen komplett eliminiert oder auch reduziert werden. Schädliche Giftstoffe und Milchsäure kann daher abtransportiert werden und die Nährstoffe können besser eindringen. Bei Sportlern wird es gegen Krämpfe und Muskelkater eingesetzt. Auch wird es daher älteren Patienten sowie sogar Rennpferden verabreicht. MSM kann auch dabei helfen, geschädigte Knorpel in Sehnen, Bändern oder auch Gelenken durch flexible, gesunde und neue Zellen zu ersetzen. MSM ist eine komplett natürlich vorkommende Substanz, welchen auch in Gemüse, Fisch, Getreide, Obst, Milch und auch Meeresfrüchten enthalten ist. Daher kann es ohne Bedenken in größeren Mengen eingenommen werden, anders als normal enthaltenes Schmerzmittel. Bei folgenden Problemen kann es eingenommen werden: Arthritis, Muskelschmerzen, Asthma, Sehnenscheidenentzündungen, chronische Schmerzen, Fibromyalgie, Karpaltunnelsyndrom, Muskelschmerzen und Krämpfe, brüchige Haare und auch Nägel, Osteoarthritis, Bursitis, Rheuma, Sodbrennen, Verstopfung, Hautschäden und auch Hautalterung, Diabetes, Verdauungsprobleme, Kopfschmerzen, Migräne, Pilzinfektionen bei chronischer Erschöpfung, Bursitis, Ausleitung von Quecksilber, Geschwüre und noch viele weitere. Schreibt mir doch mal in den Kommentaren, ob ihr MSM bereits kennt und ob ihr es schon eingenommen habt oder einnehmt. Wenn euch das Thema interessiert, dann schaut auch gerne euch meine weiteren Videos zu MSM an. Lasst mir ein Like da, wenn euch der Beitrag gefallen hat oder weitergeholfen hat, und abonniert meinen kostenlosen Kanal, damit ihr die neuesten Videos immer sofort erhaltet. Und aktiviert dazu auch die Glocke. Bis bald!